Kabel und Rohre sind oft die Schwachstelle bei Luftdichtung. Dabei ist die Lösung ganz einfach, wenn man auf der Baustelle miteinander kommuniziert. Wir zwei zeigen euch heute vier einfache Lösungen, mit denen ihr Kabel und Rohre sauber luftdicht anschließen könnt. Beispielsweise mit dieser schönen Kabelmanschette. Einfach das Kabel durch. Hier gibt es keine Rumgefummel, Rumgeklebe, sondern es ist einfach 100% luftdicht. Bei größeren Durchmessern wechseln wir am besten auf die normale Roflex-Manschette. Die ist für Durchmessern bis zu 320 mm geeignet. Hierbei muss nachträglich einmal außenrum abgeklebt werden, am Rohr selbst muss nicht abgeklebt werden. Falls ihr mehrere Kabel oder Rohre habt, die ihr abdichten müsst, sehen die Multimanschetten super. Funktioniert wie das System, nur dass es halt mehrere sind. Bei einer Sanierung sind die Kabel oft schon verlegt und angeschlossen. Hier empfehlen wir die Carflex Post. Die kann ich auch verwenden, wenn Kabel bereits angeschlossen sind. Da kann ich auch einen sauberen, luftdichten Anschluss mit bewerkstelligen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert uns auf den sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin, tschüss!